Ja, warum war die Kur gerade für Sie jetzt so notwendig? Ja, notwendig war das schon länger. Eigentlich habe ich das wollte ich schon letztes Jahr, aber das hat nicht geklappt und bewilligt wurde das halt dieses Jahr. Und dann fahre ich auch erstmal Corona, ob das klappt. Aber ich habe dann halt gewagt und gesagt, ich schaue mir das an. Und dann wurde ja gesagt, jetzt sind wir geschützt. Da hast du nur die Leute hier, die sozusagen negativen Test mitgebracht haben. Und ja, das habe ich dann gewagt. Und wie empfinden Sie die Kur jetzt tatsächlich, jetzt wo Sie da sind? Toll. Also, das muss ich hier sagen, also für die Kinder und auch für mich. Also Corona-Zeit, wenn man jetzt zu Hause ist, muss man nur funktionieren, Hausaufgaben und den Kindern erklären, Abstand und das nicht machen und da können wir nicht hin. Und hier haben die Betreuung, das ist wunderbar. Da haben die merken, die wollen diese Corona nicht viel. Die wissen, das ist jetzt die Zeit, aber die können trotzdem draußen hier alles machen, im Wald erkunden und ich werde auch zum Erholung gezwungen. Zum Beispiel, wenn man Wärmepackungen und so, dann musst du halbe Stunde da liegen und Zeit für sich nehmen. Und das fand ich ganz toll, weil ich innerlich sehr unruhig bin und eigentlich im Alltag immer funktionieren muss und hier einfach auch mal an mich denken kann. Und wie kommen Sie zurecht mit der Maskenpflicht im Haus? Das geht, das gewöhnt man sich, das ist ja schon so lange schon her. Und dann, wenn man hier Begegnungen hat, das ist ganz klar, Maske auf und das ist in Ordnung. Es ist hier außen sehr schön, man ist viel draußen und von daher ist das nicht so schlimm.